So, damit moin moin und hallo, herzlich willkommen. Die Folgen hier dauern doch etwas länger als gedacht. Ich muss irgendwo was übersehen haben. Irgendwo muss noch ein Spiegel liegen oder sowas. Dass das Spiel einem auch gar keine Hinweise gibt. Translate? Wie? 98? Was? Nur 98 steht da? Okay, ich bin jetzt gerade etwas verwirrt. Warum kann man da Translate machen? Hä? 98. Ja, ist das das Alter der Autoren, oder? Conny, ich würde gern diese beiden Spiegel einsammeln, aber dann geht die Tür zu. Wobei die Frage ist, die Tür hier ist offen. Das heißt, ich kann die beiden Spiegel einsammeln. Hier war nichts mehr. Nein. Ich kann die beiden Spiegel einsammeln. Weil die Tür ja jetzt offen ist. Aha. Und die Tür brauche ich eigentlich auch nicht weiter offen halten. Weil, na gut, türkis, blau und pink. Ja. Gut. Der rote leuchtet hier durch. Mit dem roten kann ich ja den roten anleuchten. Das hatte ich ja eben schon. Ich bin nur ein bisschen doof. Irgendwas stimmt hier nicht. Hä? Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Denn wenn ich jetzt hier einen Spiegel setze... dann ist der Spiegel hier total überflüssig. Ja gut. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ich einen Spiegel setze und den darauf leuchten lasse? Dann geht die erste Tür auf. Das ist wahrscheinlich das ultimative Grabdings. Dann bräuchte ich tatsächlich noch Blau und Türkis. Blau kriegt man hier durch, indem man da einen Spiegel hinsetzt. Aber dann geht die Tür dazu. Also braucht man einen anderen blauen Strahl, der stattdessen da drauf leuchtet. Dementsprechend war ja mein Verdacht, das Prisma zu nutzen. Das Prisma zu nutzen, was theoretisch einmal einen roten und einen blauen produziert, aber die beiden... ist das kompliziert. Oder ich mach's einfach so. Warum Prisma? Der da durchleuchtet, kommt doch blau an. Das heißt, ich muss hier tatsächlich die Tür nochmal aufmachen. Ein Prisma? Push. Leitet ein Prisma eigentlich auch das Licht um? Ja, funktioniert auch. So. Hier habe ich jetzt zwei blaue. Das heißt, den roten kann ich einsparen. Den Spiegel da oben, da komme ich leider nicht ran. Schade eigentlich, oder? So. Okay. Welchen blauen nutze ich denn jetzt? Von denen gab es hier oben? Nein, hier gab es auch kein Durchkommen. Boah, ist das kompliziert hier. Ich könnte mit dem blauen den da öffnen. Weil der Spiegel funktioniert ja trotzdem. Ich würde gerne den Spiegel da oben haben. Weil hier hinten muss ich nichts mehr machen, oder? Weil das der rote.
Den kann ich nicht dahin kriegen, weil hier kriege ich nur einen blauen durch. Ja. Durch die Scheibe hier passt nur ein blauer. Und den blauen müsste ich mit einem Spiegel umleiten, wenn ich noch einen hätte. Oder? Wird kompliziert. Aber auf jeden Fall kriege ich jetzt Folgendes hin. Ich kriege hier ein... So. Da habe ich zwar irgendwie nichts gewonnen, aber... Okay, komplizierter geht's ja wohl nicht. Rot wird dahin umgeleitet. Ah. Ist ganz schön kompliziert hier mittlerweile. Hier ist theoretisch auch ein roter, den man umleiten könnte, aber den brauche ich nicht. Ah, ihr merkt schon, ich habe mich ein wenig verstrickt. Also den pinken haben wir. Wir haben keinen türkisen und keinen blauen. Und hier kommt man mit blau durch. Moment mal. Wo führt die Tür hin? Ich muss hier mal eben kurz die Dinger wegnehmen. Um den blauen mal umzuleiten, den ich mir hier geklaut habe. Um zu gucken, wo die Tür hinführt. Weil wenn die Tür wieder an den Anfang führt... Ja! Die Tür spart mir den ganzen Scheiß mit diesem Ding hier. Das heißt Folgendes. So, der hier macht... hallo? Das meinte ich. Jetzt funktioniert sie. Weil dann kann ich mir nämlich den roten Spiegel hier mitnehmen. Den brauche ich dann nämlich nicht mehr. Weil ich nämlich die Tür nicht mehr aufhalten muss. Kann ich mir auch den mitnehmen. Okay. Wer hält denn jetzt die Tür auf? Achso, der gelbe. Den kann ich mir mitnehmen. Nein! Das war jetzt doof. Nein! Ich habe mich ausgesperrt! Wo musste ich den denn hinleuchten? Auf den Spiegel, oder? Geht die jetzt wieder auf? Nein. Ja. Ah, ich bin auch doof. Ich muss den anderen blauen benutzen. Warum ist die jetzt eigentlich offen? Habe ich sie jetzt kaputt gemacht? Ja, ich habe sie kaputt gemacht. Ich muss den anderen blauen benutzen, um den hierhin umzuleiten. Nicht den aus der Kammer. Den aus der Kammer müsste ich dann... Auf jeden Fall habe ich jetzt blau. Rot. Ich habe keinen grün. Ah, toll. Brauche ich den grünen. Das heißt, irgendwo hier muss ich Türkis kriegen. Aber Türkis gibt's doch nur, wo gab's denn Türkis? Hier gibt's noch eine blaue Tür. Die müsste ich als... Hatte ich die schon?
glaube, die hatte ich schon, oder? Toll. Ich vergesse jetzt mittlerweile schon, was ich alles gemacht habe. Auf jeden Fall, irgendwo habe ich ein Prisma. Das müsste ich mal ersetzen durch was anderes. Und notfalls... Aha. Gut, das heißt, den gelben kann ich jetzt einsparen. Brauch grün von da hinten. Nein. Toll. Sterb gleich, wenn ich da... Ja, jetzt geht's. Ich brauch grün. Das heißt, ich kann die ganzen Lichtstrahlen einsparen, die ich bislang verwendet habe. Ah, das heißt, ich kann den roten da mitnehmen. Also den roten Spiegel. Das heißt, grün muss wieder dahin leuchten. Ja, super. Also alles nochmal zurück sozusagen. Ah, da! Das gibt's doch nicht! Blödes Mistviech. Na, immerhin starte ich jetzt da, wo ich starten wollte. Da, wo grün ist. Ja. Da steht auch ein Prisma. Das hätte ich auch gebrauchen können. Vor allem hätte man theoretisch auch hier nach oben und nach unten oder so. Ich muss an den roten da kommen. So. Hallo, würdet ihr mal von mir weichen? So. Ah, dann... Och nein. Grün ist zu niedrig eingestellt mal wieder, weil grün jetzt auf das Ding da optimiert ist. Ah, Mann. Ich weiß schon, warum der Pharao Kamehameha heißt, weil das war sein Schreckensruf im Sinne von Kamehameha. Ihr könnt mich alle mal. So, der Strahl kommt sicher an. Muss ich mal eben durch. Um den roten zu klauen, den roten Spiegel. So. So, den roten brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch den grünen.